Also es ist Folgendes passiert, es gab ein Erdbeben der Stärke 7,3 auf der Richterskala hier in Breisach. Das Hauptepizentrum war eben in Breisach. Dadurch ist die Rheinbrücke zwischen Frankreich und Breisach beschädigt worden. In dieser Zeit waren Passanten auf der Brücke. Wir gehen davon aus, dass die Feuerwehr schon eingebunden ist mit Bränden, auch selber schon Hilfe macht. Hier jetzt an der Brücke, Sie müssen sich vorstellen, dass die Teil eingestürzt ist. Deswegen liegen auch Menschen oben, die von der Brücke runtergefallen sind. Ein sehr gutes Szenario der Zusammenarbeit zwischen DRK, den roten bzw. weißen Organisationen, und unseren. Wir sind ja Bergungsspezialisten, also ist es genau unser Thema. Waren Sie denn oben überhalb von der Brücke oder waren Sie da oben? Okay. Wir brauchen Sandsplint. Sandsplint? Habt ihr keins dabei? Nein, wir schon großen Rucksack drin, wenn du uns warten kannst. Mobilisiert irgendwie anders soweit. Ich guck, dass wir soweit gleich was bekommen. So, ich mache jetzt bei Ihnen den Bodycheck, ja? Und wenn Sie Schmerzen haben, sagen Sie mir Bescheid. Ja. Welchen Tag haben wir denn heute? Ja, wieso ich denn schon? Samstag. Ah, tut so weh. Wir sind aber noch in der Situation. Ja, wir legen uns den Rand an. Also insgesamt sind wir ca. 51 Rettungskräfte. Davon sind 25 im DRK, unter anderem ein Notarzt, der organisatorische Leiter, der Haupteinsatzleiter von uns, der Joachim Krause, und der Gruppenführer für das Medical Center, sprich für unsere mobile Ambulanz, der Jens Rickert. Zurzeit von uns sind 18 Einsatzkräfte im Einsatz. Wir stellen auch hier in dem Abschnitt eine Führungsmannschaft, also die Einsatzabschnittsleitung. Das ist immer, wird immer so gemacht, dass man seine eigenen Kräfte dann leitet bzw. führt und geben diese Informationen dann an die Leitstelle des DRKs, des Rettungsdienstes. Ja,
überprüfen. Dort schon rückt wieder länger an. Prüfungsmesser machen. Die ganze Zeit vital. Das ist ja sehr realistisch. Die hat ja oben die Anweisung, sie ist nicht ansprechbar und die rührt tatsächlich keinen Finger. Eine Krankenpflegeschule aus Bad Krozingen und wir stellen hier quasi die Opfer dar. Es gibt einmal noch die Ortsgruppe, wo dabei ist, Ortsgruppe Bischofingen und der Ortsverein Bötzingen im Rahmen der 3B. Die 3B ist ein Zusammenschluss von Breisach, Bötzingen, Bischofingen, wo zusammen agieren und einfach zusammen, sag ich mal, stark sind und auch zusammen diese Übung organisiert haben. Unter anderem haben wir noch den Ortsverein Opfingen und Iring-Wasenweiler dabei. Im Jahr mindestens eine bergungslastige Übung beziehungsweise auch dann eine zweite Übung, was mehr im technischen Bereich ist, das jetzt im Brückenbau war, zum Beispiel in Freiburg die Kronenbrücke, das war auch eine Übung, obwohl es das nennt man dann eine technische Hilfeleistung. Aber wir versuchen schon auch mit den Feuerwehrkameraden noch Übungen zu gestalten, was den Brandschutz anbelangt, um dort zu unterstützen. Und so kommen wir im Jahr vielleicht auf 2-3 Übungen, aber wie gesagt, das ist eigentlich zu wenig. Name wisst ihr nicht? Nee. Männlich, weiblich? Weiblich. Weiblich. Zugeführt, Team. Was war das für ein Team? Vier. Könnt ihr stoppen? Wie heißen Sie? Nach Janik, brauch Schilfe. Nee, hab. Auto, ja. Ja, nicht. Ja, mach Blutdruck, Puls auf die Pumpe. Okay. Hier, oben. Rücken. Stiffneck. Rückenschmerzen. Sie heißen Max. Wo wohnen Sie? THW, das. Wo wohnen Sie? Wohnort? Das Ziel dieser heutigen Übung für euch als DRK. Ich vergleiche es mal so als Leistungskatalog, um einfach zusammen schauen zu können, wo liegen unsere Stärken, was können wir zusammen erreichen, gemeinsam auch mit dem THW und mit den anderen Ortsvereinen, um einfach unser Leistungsspektrum auch der Bevölkerung zu zeigen, was wir innerhalb
in so einer Katastrophe zusammen stemmen können. Ja, so eine Übung, das ist ja nicht wie ein Einsatz, das kommt nicht von heute auf morgen. Die Übung hatte circa ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht. Es fing an von der Genehmigung über das Personal, über Verpflegung und des Weiteren. Also Sie müssen jetzt rechnen, dass wir hier viermal zusammengekommen sind, haben uns ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Wobei die Hauptarbeit kam vom DRK, ganz klar, weil es auch eine rettungsdienstlastige Übung ist. Und vier Termine, wo man sich abends zusammensetzt, wo man alles durchspricht, wo man gewisse Szenarien durchspricht, wo man sich um die Verkehrsplanung auch kümmern muss. Das ist natürlich auch so eine Randerscheinung. Dann die Versorgung, die Verpflegung der Helfer. Und es sollte den Helfern natürlich auch vom Übungsszenario auch nicht langweilig werden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass irgendwelche Helfer irgendwo stehen und warten. Und das ist heute absolut nicht gegeben. Wir sitzen zusammen, schauen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Das ist einfach auch der Sinn von so einer Übung, dass man sich stetig verbessern kann, weil ohne Besprechung, denke ich, ist die Übung nur die Hälfte wert. Bei einer Übung gibt es immer Fehler, aber ich sage, aus Fehlern lernt man. Und dafür sind auch Übungen da.